Das tolle Ambiente. Und du siehst auch toll aus. Danke. Mir gefallen die Blumen auch. Ich freue mich schon total aufs Speisen. Mir ist aufgefallen, dass dir aufgefallen ist, dass du mir aufgefallen bist. Na, du auch hier und ganz allein? Das sollten wir ändern. Ach, ich habe Hunger. Darf ich dich vernaschen, meine süße Praline? Ach, so viele Kurven. Und ich in meinem Maserati ohne Bremsen. Rum, rum. Setz dir uns. Nun sehen sich einige Beispiele, wie alltägliche Krisen durch Positivität und Bestätigung abgewendet werden können. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ja. Was hast du denn? Es ist... Irgendetwas ist hier komisch. Was denn? Es mag lächerlich klingen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass das hier nicht unser Zuhause ist. Aber wir sind zu Hause. Wie kannst du denn so sicher sein? Es sieht genauso aus wie unser Zuhause. Ich habe den Verdacht, dass es sich bei unserem Zuhause um eine beschissene Kopie handelt. Ein unbekannter Teufel hat aus unerfindlichen Gründen unser Zuhause minutiös kopiert. Warum denn? Das versuche ich gerade herauszufinden. Meinst du, wir sind in eine Falle geraten? Dass hier sei so, dass wir wie ein Käfig? Wir werden decken, wenn wir diese Möglichkeit außer Acht ließen. Und warum sollte jemand so etwas tun? Schau, es ist doch alles wie immer. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Die Stühle stehen genau da, wo wir sie das letzte Mal hingestellt haben. Und das Fenster war nie offen. Das habe ich mir bloß eingebildet, weil unsere Wohnung wahrscheinlich einfach nicht die beste Isolierung hat und es halt manchmal zieht. Das liegt wahrscheinlich. Ja. Ich habe den winzigen Fehler in dem perfekten Plan dieses Teufels entdeckt. Unser Haus ist ein Neubau. Wir sind die ersten Mieter hier. Es soll nicht ziehen und es zieht
Ich habe Angst. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, kalt und überlegt handeln. Selbst in dem Panik geraten darf er es nie erfahren. Aber mir reicht's. Ich fühle mich nie so richtig zu Hause, deinetwegen. Weil man sich hier keine Minute sicher sein kann, wenn du wieder auf irgendeine idiotische Idee kommst. So wie die, dass irgendein teuflischer Kerl eine Kopie von unserem Zuhause angefertigt hat. Was ist denn so komisch? Weil ich der Teufel bin! Nein! Und ich weiß genau, dass das nicht unser Zuhause ist, weil ich es selbst kopiert habe. Dem dämlichsten aller Zeugen leuchtet ein, dass nur einer, der in dem Haus gelebt hat, es nachbauen kann. Sehe mich an! Jetzt kann ich euch endlich sagen, dass ich gar nicht Anna bin. Was? Ich bin eine Kopie von Anna. Eine lebensechte, eine Roboterkopie. Das kann ich auch. Identisch besitzt Detail mit dem Original. Anna hat vor ein paar Wochen dein kleines Projektchen entdeckt. Und während du an deiner Kopie gearbeitet hast, hat Anna an Annas Kopie gearbeitet. Ihr beide seid ja absolut idiotisch. Ihr wart so beschäftigt mit euren Teufeln und euren Kopien, dass ihr mich komplett aus den Augen verloren habt. Mich, die Illusion von Vincent. Richtig gehört. Vincent gab es nicht, gibt es nicht und wird es auch nie geben. Ich bin aus eurem Wahn, einander auszutricksen, entstanden und ihr werdet mich nie wieder los. Das habe ich die ganze Zeit gewusst. Was? Ich habe genau gewusst, was ihr vorhabt. Deshalb ließ ich euch ruhig meinen Plan entdecken. Mir war klar, dass Vincent nur eine Illusion ist und die Kopie von Anna ist präzise die Kopie, die ich wollte. Sophia, glaub mir. Um mit ihr zu schlafen. Und was ist mit mir? Dir ist egal, was andere von dir denken. Ja. Du kannst dich aus toxischen Beziehungen lösen. Die Welt steht dir offen. Ich danke euch. Ich habe mir die Augen geöffnet. Wieso sehen Sie sich denn nicht? Mäuschen, das ist der Teil der Unsichtbaren. Ist da wer? Ist da jemand? Wo sind Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Nein, ich wohne hier. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Sie sind unsichtbar. Sie sind ein unsichtbarer Mensch. Nein, Sie sind unsichtbar. Also ich kann mich sehen. Ja. Sie auch. Ja. Was war das? War das Sie? Haben Sie das auch gespürt? Attraktiv. Fassen
Sie mich nicht an! Wer sind Sie? Ich heiße Hollander und das ist meine Wohnung. Nein, ich heiße Hollander und das ist meine Wohnung. Ich glaube, wir sind in eine Zeitschleife hineingeraten. Ich habe darüber mal einen Film gesehen. Ein Abend, Samstag. Hallo, Liebling. Was ist das? Kannst du mich sehen? Hören Sie doch bitte auf zu reden, wenn ich rede. Nein, Sie. Nein, Sie. Ach, Sie machen mich ganz verrückt. Liebling, wir müssen reden. Wir müssen da etwas klären. Ich schlafe heute auf der Couch. Du bist dein eigener bester Freund. Liebe dich selbst. Du bist genau richtig, so wie du bist. Ich danke euch. Ich dachte schon, ich werde verrückt. So hilft man Mensch! Herein! Was fehlt uns denn? Ich weiß den Unterschied nicht mehr, Frau Doktor. Den Unterschied wovon? Zwischen allem! Hui, wie? Aha! Ein Stück Käse. Und in diesem Stück Käse befinden sich Mikroben und Bakterien. Ist das richtig? Ja. Sind diese Bakterien und Mikroben Bestandteil der Konzeption von Käse? Oder kann man sie davon getrennt betrachten? Sie sind Bestandteil. Die Bakterien bringen den Käse zum Reifen und geben ihm damit seine Eigenheit. Stellen Sie sich ein Stück Käse vor, das so groß ist wie dieser Raum. Hallo, es sind Mäuse und Kanarienvögel darin. Die picken, nuckeln und baden darin. Vögeln, scheißen, sterben und verdauen darin. Man könnte sagen, dass sie den Reifungsprozess dieses Monsterkäses ausmachen, ihm seine Eigenheit geben, wie Sie sagen würden, Frau Doktor. Sind die nun Bestandteil dieses Riesenkäses? Oder kann man sie davon getrennt betrachten? Das ist eine gute Frage. Sie sind Bestandteil. Ja. Okay. Super. Und jetzt ein Stück Käse von der Größe Afrikas. Löwen, Giraffen, die Sahara, Käse in der Sahara, Mikroben und Bakterien in Käse in der Sahara. Bloß Bestandteil des Reifungsprozesses von Käse. Alle ohne eigene Bestimmung. Ohne Rechte. Sie sind Käse. Ich bin Käse. Moment!
totale Wahnsinn. Ich hab Angst vor dem. Moment! Moment! Nun stellen wir uns einmal vor, dieser Tisch hätte eine Tischbeinlänge von 28 cm. Das absolute Minimum. Nun schneiden wir von jedem Tischbein einen Zentimeter ab. Ist das dann noch ein Tisch? Jetzt haben Sie es verkackt, Sie verdammte Schlampe! Bestätigen Sie sich, alles ist gut. Von irgendwelchen Bonzen, die daran interessiert sind, dass alles stabil bleibt, dass nichts sich verändert, dass immer alles gut ist, damit sie die fetten Geschäfte machen können. Ja, da stand ihr was. Oh Mann, ich halte das nicht mehr aus, Mann! Soll ich dir was aus meinem Roman vorlesen? Nein, Anna, bitte! A und B machen gleichzeitig einen Schritt auf die Bühne. A von links und B von rechts. Sie stehen sich gegenüber und schauen sich an. Schritt. Sie haben sich beide lange, lange nicht mehr gesehen. Schritt. Haben sich aber gleich wiedererkannt. Sie haben beide noch ihr Freundschaftsbändchen an. Schritt. Sie, Schritt, haben Schritt. Sich, Schritt, doll, Schritt, lieb, Schritt. Sie rennen aufeinander zu, fallen sich in die Arme und umarmen sich. Spion Anna an Spionfisch? Spion Anna an Spionfisch? Wichtige Meldung. Top Secret. Bereit machen zum Einsatz. Hallo? Hier. Spionfisch? Verdächtige Person im Publikum! Was? Verdächtige Person im Publikum? Du musst den Code verwenden! Den Code? Ja, um die verdächtige Person zu verwirren! Ich kenne den Code nicht! Hör zu! Du musst immer das Gegenteil von dem sagen, was du eigentlich meinst! Es sei denn, du sagst am Schluss, dann musst du das sagen, was du tatsächlich meinst!
Verstehst du? Ja. Also nein? Doch. Ja, da musst du Brr sagen, sonst bedeutet das das Gegenteil. Nein. Was nein? Willst du jetzt spionieren oder nicht? Das sage ich doch gar nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich will nicht spionieren. Mensch, Anna, ich spreche doch in Code. Brr, brr, brr. Okay, Mission start. Jeder Party der Stadt Ehrengast. Er ist die Erscheinung. Aber er spricht kein Wort. Das ist ja der Hammer. Ich bin ja der Hammer. Alles ist gut. Sein Hammer hat sie. Neulich, als wir gemeinsam vor dem Kamin saßen und ich ein Buch lesen wollte, da stach mir sein Zeh ins Auge. Dieses Wohngebilde lässt mich seither nicht mehr los. Hier sehen Sie. Von dieser Seite. Sieht der Nagel doch genauso aus wie ein Helm. Ich bin nicht auf die Zehen. Ich laufe auf den Zehenspitzen. Ich bin wie hypnotisiert von seinem Hammerzeh. Ich weiß ja nicht. Ich bin kein Hammerhai. Ja, von dieser Seite. Zwei Liebende in den Flitterwochen. Ein Soldat im Schützenkram. Eine Disco-Kugel. Ein Raubfisch, der Nemo jagt. Eine rutschige Stirn eines alten Mannes. Das JavaScript eines Computerprogrammes. Wohin ich auch schaue, ich sehe meinen verdammten Vater nicht mehr. Merci des Bills. Drogendieber. Gepard. Gepard. Tsunami! Mit Kevin! I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy go. Easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama, just kill the man. Put the gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Die Macht, die Musik der Teilnehmende. Sie bringt uns doch immer wieder zusammen. Und was fehlt Ihnen auf der Suche nach Positivität, Normalität und Glück? Einen Sinn! Als nächsten Programmpunkt präsentieren wir eine Hymne an das sinnvolle Leben. Das Ein- und die Einzelne. Wir alle sind Eier. Komprimiertes Leben in einer dünnen Schale. Potenzial, das nur darauf wartet, aufzubrechen, zu schlüpfen, zu wachsen, unser bestes Leben zu leben. Wir sind aus einer Eizelle entstanden und kehren zurück an den Ursprung, den Eisprung. Werden auch Sie wieder zum Ei. Schaust dich also in der Welt um und kommst zu dem Schluss, dass alles entgleist. Na, Kurzer, zeigst mit deinem Finger auf die anderen, die verrückt sind und kommst nicht zu dem Schluss, dass du selber verrückt bist.
dass der ganze Wahnsinn da draußen auch von dir ausgeht. Ja, da staunt ihr was. Ihr brütet eure Identitäten aus wie ein goldenes Ei und hofft euch damit vom Rest der beschissenen Welt abzuheben. Ihr setzt immer neue Kinder in diese Welt und dreht euch im Kreis der großen Abwärtsspirale. Und wenn ihr dann so richtig im sinnlosen Dreck dieser Welt zu ertrinken droht, dann hofft ihr auf irgendeinen Heilsbringer, der euch aus eurem eigenen Arschloch wieder rauszieht. Ich verrate euch etwas. Es gibt keinen Sinn. Nur Wahnsinn. Wie absurd ist eigentlich das Wort Spiegelei? Wenn es nicht den Glockenschlag in der deutschen Rechtschreibung gäbe, wegen dem Spiegelei ausgesprochen wird, würde es einfach Spiegelei heißen. Ohne Pause zwischen dem L und dem P. Und was ist ein Spiegelei überhaupt? Vergiss das mit dem Ei. Wir gehen zum nächsten. Hallo? Hallo? Ein Spiegel ist ein Ding, in dem wir uns selbst sehen, wenn wir hineinschauen. Wenn wir aber in ein Ei, in einer Bratpfanne schauen, uns also in einem Spiegelei betrachten wollen, dann sehen wir uns selbst nicht. Was soll dieser Spiegel vor dem Ei? Und ein Spiegel ist ja auch total absurd. Wie sollen wir wissen, dass wir es wirklich sind in diesem Abbild von dem scheinbaren Uns? Wie sollen wir wissen, dass wir es wirklich sind in diesem Spiegel? Wir haben uns doch nie selbst gesehen, zumindest niemals unsere Augen. Ich bin verwirrt. Oder gibt es das Spiegelei gar nicht? Und mit Spiegelei ist einfach eine Spiegelung gemeint. Reiß dich zusammen. Du bist abgespielt. Wir müssen zum Nächsten. Und wenn wir schon von Eiern sprechen, weshalb stehen die Eier im Einkaufsladen nicht im Kühlschrank, sondern einfach irgendwo auf dem Gang des Geschäfts? Wenn wir sie dann zu Hause zwanghaft in unseren Kühlschrank stellen wollen, müssen Eier dann überhaupt im Kühlschrank aufbewahrt werden? Das wiederum ein Beweis dafür, dass es dieses Ei gar nicht gibt. Denn es besteht ja auch nur aus zwei Buchstaben. Aus zwei Vokalen E und I. E, I. Eigentlich nur ein Umlaut. Ooh.
Weitsprung kommen wir nun zum Ursprung. Die Freuden des Kinderhabens. Sehen Sie jetzt unsere erfüllten Mütter. In deren Leben wahrlich alles gut ist. Mein Kind ist wunderschön. Perfekt. Rosige Wangen. Unschuldig. Alles, was ich mir wünschen kann. Mein Kind lächelt mich an und streckt seine Arme aus nach mir. Ich lese die gute Nachtgeschichten vor. Laber Stern, der kleine Mondbär. Wisst ihr, ich bin eigentlich eine ganz fröhliche Person. Und wenn es weint, schreit oder schluchzt, schenke ich Geborgenheit. Mein Kind schenkt mir Kraft. Ich würde sogar sagen, ich sprühe vor Energie und Freude. Seht ihr nicht? Reinste Liebe. Bedingungslos. Trotz dem scheiß verdammten leeren Loch von nichts in der verfluchten Einöde meines Lebens bin ich wunschlos. Oder, naja, sagen wir zumindest zufrieden. Ich hebe es hoch und schwinge es in der Luft, sodass es fliegen kann. Ich finde das jetzt echt zum Kotzen, ne? Jeden gottverdammten Tag wache ich auf. Die Sonne blendet meine Augen. Ich ärgere mich, dass ich aufgewacht bin und ich sehe nur unendlich weites Unwetter. Was redest du da? Das ist nicht dein Text. Mein Kind bietet mir Sinn. Sinn, den ich immer wollte. Molly, jetzt reiß dich zusammen. Wisst ihr, jeder Mann hier nennt mich Molly. Aber ich will eigentlich nicht Molly sein. Ich bin nicht Molly. Ich wär lieber auf Molly. Sinn. Der Sinn meines Lebens. Mit ihm bin ich so erfüllt, so ganz wie noch nie. Ich will Money! 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 Jakobus, Kapitel 4, Vers 3. Gabriel, Kapitel 12, Vers 20. Bernd, Kapitel 1, Vers 15. Da geht es rein und da kommt es raus. Die Nährstoffe holt es sich da raus und scheiß aus, was es nicht braucht. Was für einen Sinn verfolgt dieser Fleischsack? Dreck, das ist die Antwort. Der Austausch von Dreck. Der Mensch ist nichts weiter als ein Dreckwechselsack. Schaffen aus Dreck zur Erfüllung seiner dreckigen Zwecke. 8 Milliarden dreckige Menschen, Dreck auf meinen Schultern, Dreck in meinen Rachen hineingestopft. Immer mehr Dreck wird auf meinen Rücken geschaufelt. Dieser Dreck gehört mir nicht. Dieser Dreck gehört euch. Ich will den nicht. Diesen Dreck, der mit dem Kind mitgeschickt wurde von euch. Dieser Dreck, der sich aus euren Anforderungen, eurer Erbarmungslosigkeit, eurer Frommheit zu einem System voller Lügen zusammensetzt, nehmt ihn mir ab! Mein Kind, das ist kein Kind aus Fleisch und Blut, kein Kind aus Haaren und Zähnen. Mein Kind, das sind ungeborene, noch nicht existierende Erinnerungen an morgen und übermorgen. Mein Leben, keiner als das deine. Die Leere ist gefüllt. Endlich, endlich ist diese elende Scheißleere gefüllt. Drogen in mir, das Kind ist geschlüpft. Langsam dehnt es sich aus und es beschert mir riesige Dehnungsstreifen auf meinen perfekten Bauch.
Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und im Abort ausgeschieden wird? Was aber aus dem Munde herauskommt, kommt aus dem Herzen hervor. Das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken, falsche Zeugnisse, Lästerung, Dieberei, Mord, Ehebruch, Hurerei. Jesus, Mohammed, Kierkegaard, Zarathustra, Freud, all diese Männer, diese dreckwechselnden Fleischsäcke, die ihre Wichtigkeiten verkünden. Der wahre Messias, das wahre Kind Gottes, wird weder Mund noch Arschloch haben. Was soll ich mit einem Kind anfangen, in diesem Wahnsinn? Ich nenne meine Kinder beim Namen. Rum, Wodka, LSD oder Molly. Mein Gehirn blank. Und doch ist das Kind geboren. Ein Kind, das ohne Schleim aus dem Vaterleib emporsteigt und lacht. Ihr seid alle Kinder! Kindsköpfe, verfickte Kinder! Haltet euch doch bitte an den Ablauf! Ihr seid alle Kinder Gottes. Gott steht hinter euch, schützend. Erhebt er seine Hände über euch und zwingt euch langsam in die Knie. Er lässt Dreck vom Himmel regnen vor eure Füße. Ihr fresst es wie Tiere, fresst ahnungslos den Dreck, den Mutti euch aufgetischt hat. Ihr denkt nicht nach, unreflektiert, banal. Ich verurteile euch nicht. Ich beobachte euch nur, von oben herab. Wie ihr da kniet vor diesem Haufen Dreck. Blickt nach oben. Euer Vater im Himmel, geheiligt werde mein Name. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Denn ich bin das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Fickt euch! Kind, 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 Kind. Mi Niño, es tu Niño. Mein Kind ist geboren, wenn ich auf dem Tresen tanze. Jetzt könnte ich euch die Zähne aus dem Mund treten, sodass das Blut spritzt. Und dann werde ich euch das noch warme Blut vom Halse lecken. Warten bringt gar nichts, denn die Ekstase ist jetzt, jetzt, jetzt. Alles ist geil, alles ist gut! Zerstört. Zerstör, bitte denk an nichts. Zerstör, still, bitte denk an nichts. Mach die Augen zu. Zerstör. Ist gut.
Um diesen Prozess beizuwohnen. Angeklagte, ich klage Sie an. Ihnen wird zur Last gelegt. Herzensfraß! Ein Schwein musste dafür sterben, elendiglich im Schlachthof verrecken. Ihr seid schuld, ja, ihr! Und ein besonders perverser Fall bringt nun das Fass zum Überlaufen. Im Biologieunterricht wurde das bereitgelegte Herz von einem Individuum urplötzlich verzehrt. Nein! Aufgefressen!
Doch so nicht, hohes Gericht. So nicht. So ho nicht. So ho ho. Ho ho ho. Geschichtsstunde. Wir sprechen über die Faschisten und Mussolini, über die NSDAP und wie Hitler an die Macht gekommen ist. Alle schreien mich an! Sei, sei, sei! Ich höre nur... Ei, ei, ei! Dienstagnachmittag, Zimmer 123, Geografiestunde. Der Lehrer erzählt von der Hungersnot in Jemen. Sei und ich höre ei! Mittwochmorgen, Zimmer 114, Französischstunde. In den Mord von Simpletür von Jean-Paul Sartre, ich rolle weg! Falle zu Boden! Ich bin ein Ei! Donnerstagnachmittag, Zimmer 310, Philosophiestunde. Die Definition vom Guten und Bösen von Friedrich Nietzsche stehen an der Wandtafel. Ein Ei, das noch wartet, aufzubrechen. Zu zerspringen. Alles rauszulassen. Freitagmorgen, Zimmer 211, Physikstunde. Wir führen Experimente durch, um die von Michael Faraday entdeckte elektromagnetische Induktion zu überprüfen. Dieses Ei zieht mich magisch an, es lässt mich alles hinterfragen. Nur noch dieses Ei gibt es! Alle diese Menschen, Mussolini, Hitler, Nietzsche, Sartre, Faraday, sind komplett wahnsinnig gewesen. Wir verbringen Jahre in einem grauen, geschmacklosen Betonblock und erfahren dabei über Wahnsinniges, das auf dieser Erde passiert ist und passiert. Gehen nach Hause, fressen es auf, um es dann so gut wie möglich an der Prüfung wieder auskotzen zu können. Donnerstagmorgen, 8 Uhr. Eilmeldungen fluten mein Bildschirm. Auf Twitter machen Leute Witze über den Dritten Weltkrieg. Spenden beruhigt mich nicht. Hashtags verbreiten beruhigt mich nicht. Jemand in Europa müsste doch etwas tun können. Wenn nicht, sind wir komplett am Arsch. Wäre ich bereit, mein Leben für meine Heimat zu opfern? Die Welt steht Kopf und ich falle auf die Fresse. Meine Existenz ist die absolute Absurdität. Gar nichts ist gut. Gar nichts ist gut. Gar nichts ist gut. Mussolini. Tanze Mussolini.
Falsch. Ich kann dir alles schaffen, meine Kämpfe, die nie auf der Zunge.
ein Bild jetzt. Ja, wo wären wir denn noch in Bangkok? Mit unserer gemeinsamen Ticino-Reise. Oder noch lieber Milan. Halte meine Hand. Lieg dich hier und jetzt. Wollen wir nicht lieber zuerst speisen? Und den Liebesakt nachher vollziehen? Ich bin eine Fahne im Wind. Ein Käfer auf dem Waldboden. Wenn ich spreche, dann höre ich nur mir selber zu. Der Paranplatz lässt mich platzen. Wenn ich rede, dann nicht um mich mit jemandem zu unterhalten, sondern nur um meine eigene Stimme zu hören. So ist es und eben tue ich es auch. Ich höre mir die ganze Zeit nur selber zu. Gerade jetzt, während ich darüber spreche, lausche ich meiner eigenen Stimme. Lausche auf jeden einzelnen Vokal. Zur Tür den Gang entlang, immer hinter sich her und bumm, 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 die Treppenstufen hinunter den Gang entlang und bumm, 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 die nächsten Stufen hinunter und so weiter, bis sie unten in der Eingangshalle war. Sie erkannte jetzt die Stimme ihrer Mutter ganz deutlich. Die Tür zum großen Zimmer stand halb offen. Ihre kostbare Entdeckung hinter sich herziehend betrat sie den Raum. Viele Erwachsene standen herum. Sie redeten, tranken und lachten. Kein Mensch hatte das Kommen des Kindes bemerkt. Aber plötzlich, mit einem Schlag, schauten alle auf das Kind. Für einen Augenblick schienen alle wie eingefroren. Einen Augenblick später ging das Leben wieder weiter, die Welt kam wieder zu sich, aber alle hatten weit aufgerissene Augen und Münder, richtige Gespenstergesichter. Die Augen der Mutter waren größer als der Himmel und ihrem Mund entbrannt sich ein Schrei, der einem Vulkanausbruch, Malströmen oder einem Orkan gleichkam. Das war ein Schrei wie aus Urzeiten, er stieg aus der Tiefe von Jahrmillionen empor, älter als ein Dinosaurier. Das Haus vibrierte.
Fenster und Türen warfen diesen Laut, das Agonie und Allgewalt als Echo zurück. Die Augen der Mutter wurden zu Schluchten und das kleine Mädchen entdeckte, dass dieser Blick nicht auf sie gerichtet war, sondern der Puppe galt, die sie immer noch am Beinchen hielt. Thank you.